zurückschicken. Samt der Lade. Ei. Aber Governor Hutchinson lässt sie nicht auslaufen. Er will, dass sie den Tee annehmen, Abgaben zahlen. Was geschieht nun? Wir warten auf das Signal. Welches Signal? Wer kann diese Versammlung nicht zur Rettung des Landes beitragen? Dieses. Guten Abend, Gentlemen. Sollen wir dann? Nein. Was ist denn los? Ich wurde den ganzen Tag von einer Verrücktheit in die nächste gerissen und habe nichts vorzuweisen. Bevor ich nun weitergehe, will ich ganz genau wissen, was ihr vorhabt. Natürlich. Zuerst begeben wir uns zu Nathaniel Bradleys Haus, um den Rest der Gruppe abzuholen. Dann gehen wir zu Griffin's Wharf, betreten die Schiffe und versenken den Tee. So einfach. Einfach scheint etwas optimistisch. Kopf hoch, Connor. Denn heute Nacht sind wir alle Sieger. Die Söhne der Freiheit schicken eine Botschaft nach England und du beraubst William Johnson seiner Geldquelle. Dein Dorf ist jetzt sicher. Ich habe eine Idee. Warum gehst du nicht voran? Dann stolpern wir nicht mehr in neue Probleme. Stimmt's? Mist, noch mehr Wachen. Wir müssen den Zaun der Menge zu unserem Vorteil nutzen. Sag mir wie, Connor, und ich sorge dafür.
Soldaten! Wir müssen sie in Schach halten, solange der Tee versenkt wird. Ich helfe dir. Mach, was ich tue. Die letzte ist für dich. Besser, wir verschwinden hier.
Grab them all. Grab them all. Was braucht ihr, mein Herr? Alles, was dazugehört, für die Angehörigen kürzlich Verstorbener an.